Hoi hoi, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, liebe Freunde. Ja, wir sind ja immer noch in den Tropen und es wird gerade wieder gerade angekommen, was ist. Es wird mal wieder nach Juhu. Und ich dem Lack hat mein Zweitbett immer noch nicht mitgenommen. Oh, deswegen bin ich doch überhaupt nach Hause gegangen. Ich wollte das Bett, was ich noch in der Kiste irgendwo rumfliegen habe, mitnehmen. Wenn Dummheit quietschen würde, also ehrlich, dann müsste ich ganz damit in der Kanne rumlaufen. So, miep, 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 miep. Ja, Erfolg freigeschaltet, heiße Angelegenheiten, juhu, den Erfolg hatte ich ja nicht schon dreimal. Miep, ein Klötzchen Kohle und die 6 Eisenklötzchen. Und schon brutzelt's im Ofen. So. Ah, ist schon dunkel draußen. Hat man hier schon mal irgendwo ein Schaf gesehen? Ich schätze mal, für Schafe muss ich noch eine alte, muss ich in die alte Karte zurückkehren. Na gut, machen wir später. Was mache ich denn jetzt die Nacht über, bis die Sonne wieder aufgeht? Ich buddel noch ein bisschen. Lalalala. Buddel, 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 ja, was wollte ich denn eigentlich? Ja, erstmal wollten wir uns hier ein bisschen buddeln. Weil wir suchen ja immer noch Rohstoffe. Aber ich fürchte, wenn wir so weiter buddeln, sind wir gleich am Ende der Insel angekommen und dann kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Das wäre ja auch genial. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Wolfenstein. Wer sich jetzt fragt, hä, Wolfenstein, wie meint er das denn jetzt? Tja, der hat dann wohl das berühmteste Minecraft-Let's Play aller Zeiten nicht gesehen. Wenn jemand das Wolfenstein nicht kennt. Ja. Auch ich habe 1251 Folgen dieses Let's Play verfolgt. Zwar nicht von Anfang an, ich bin später eingestiegen. Ich habe, wie viel waren das? 460 Folgen erstmal nachgucken dürfen. Das war auch ein Spaß. Aber zu dem Zeitpunkt war es nicht das größere Problem. Ich hatte ja die Zeit dazu, Host. So, jetzt baue ich mir mal eine Schippe. So was. Haha. Weil hier ist so viel Erde an der Seite und die möchte ich hier nicht im Weg haben. Sag ich doch, da ist der Berg zu Ende. Aber wenigstens haben wir hier keine Hampelklausis durch die Gegend. Vorsichtshalber, zack, zack. Zack, zack. Erde. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Und Tür wieder zu. Zack, zack. Dup, 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 dup. Okay, die Spitzhacke macht gleich einen Abgang, nämlich genau jetzt. Thank you.
Ja, jetzt rede ich wieder mal nix. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich überlege gerade, wo wir denn hier Erze finden können. Also hier nicht nur Eisen und Kohle, sondern mal so die Tropic Craft spezifischen Erze, weil davon haben wir ja noch gar nichts gesehen. Okay, hier ist die Insel wohl schon wieder zu Ende, also das, was ich hier gerade aushöhle. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns noch weiter runterbuddeln wollen in den Berg. Also in dieses Inselchen hier. Da ich zum Beispiel keine Mobs höre, wundert mich auch allerdings. Na gut, Zombies habe ich hier noch gar keine gesehen, außer diese komischen Bambussperrskelette habe ich auch so hier und die Happy Island Creeper habe ich auch noch keine weiteren Mobs gesehen. Warum ist hier eigentlich... Ach ja, da war ja das Eisen, stimmt. Hier hatte ich ja das Eisen gefunden. Tack, 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 tack. Ein Tropic Craft spezifisches Erz. Man könnte denken, es sieht aus wie Kohle. Das ist... Ja, genau, das ist das. Keine Ahnung, ich konnte das jetzt nicht übersetzen. Wahrscheinlich hättet ihr euch jetzt wieder kaputt gelacht, wenn ich versuche, mit meinen crappy, grauseligen Englisch-Skills das zu übersetzen. Hätte dann wieder was zu lachen gehabt. Und diejenigen meiner Viewer, wo die englische Sprache... sozusagen ihre Heimatsprache ist, also ihre Muttersprache, die hätten sich wahrscheinlich wieder, hätten wahrscheinlich rotierend das Kotzen gekriegt oder so. Ja, tut mir leid, ich bin nun mal ein alteingesessener Altgermane. Von daher, Englisch ist für mich noch relativ ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe zwar was anderes behauptet, aber mittlerweile muss ich es mir eingestehen, Englisch ist nicht meine Stärke. Man hat ein Futtern, wa? Meine Futterleiste. Ich muss was essen. Ah, die Sonne geht schon auf. Und liebe Freunde, ich sehe gerade, es ist schon wieder soweit. Die Zeit ist um. Eine Eudialit-Scherbe. Was kann man denn damit machen? Aha. Ein Eudialit-Block. Was ist das für ein Zeug? Ich glaube, ich muss mir wirklich mal ein Buch von zu Hause holen und mal die Enzyklopädie Tropica herholen. Normalerweise war es ja immer mal so, dass du die Enzyklopädie, in den alten Tropic Craft Versionen war es immer so, die hast du als Startobjekt gekriegt, als Start-Item, aber irgendwie nicht so wirklich. Die Kiste war zwar da, aber die Kiste, die da war, leer. So, jetzt schwimme ich nur noch mal rüber zum Brunnen und dann machen wir hier wirklich Schicht im Schacht. Weil ich verquassel mich sonst wieder und dann wird die Folge wieder zu lang und dann brauche ich wieder ewig, um die zu rendern und dann kriegt ihr nachher wieder einen Rappel, und dann kriege ich nachher wieder einen Rappel beim Hochladen, weil YouTube ist ja nicht so gerade mein bester Freund. Was das Upload betrifft, heißt es. So, ich springe nur noch schnell rüber zum Brunnen. Weil ich habe in der nächsten Folge was vor und deswegen werde ich mich hier positionieren.
Weil ich möchte, ja, ich wollte mich vor einen Brunnen stellen, nicht in den Brunnen hineinhüpfen. Weil ich will nämlich das Ersatzbett aus der Kiste holen, was zu Hause noch rumfliegt. Na gut, liebe Freunde, die Zeit ist erreicht und wir sind schon lange, 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 lange drüber. Es ist schon wieder fast 11 Minuten zusammen. Und bis zum nächsten Mal, sagt Sylaster 81. Cheerio! Ich mal im Stahlblock.